Sieht für mich dann auch aus wie die Channeling Unstoppable. Ja, das sah aus. Also, aber habt ihr das schon mal gesehen? Bei der Kisante-Ulti? Dass der so zurückgezogen wird? Ich habe das persönlich noch nie gesehen. Ich vermisse Maxim. Wir alle. Wir alle vermissen Maxim. Was für eine absolute Legende das ist, ey. Wo bist du, Maxim? In diesen düsteren Zeiten der Liga der Legenden. Jetzt, wo wir dich am meisten brauchen, wo bist du nur, Maxim? Ich sollte mal Among Us runterladen, ne? Wartet, Marco. Hoffentlich ist das nicht groß, das Spiel. Ich glaube, ich habe kein Among Us mehr. Ja, Install. Tja. 300 MB? Das war ein Timing-Mismatch wahrscheinlich, wo die Animation durch war und bevor Aatrox W gebrochen wurde. Ja, das gibt's ja mit Aatrox W tatsächlich häufiger mit der Kette, dass du aus dem raus flasht, aber es dich trotzdem noch zieht. Das gibt's ja super häufig. Tja, ich muss den Jungs absagen, ne? Ich glaub nicht, dass ich die 300 MB noch runtergeladen kriege. Kesante gains displacement immunity over the cast time. Ja, aber das würde doch bedeuten, dass das ein Bug war gerade. Oder nicht? Weil der wurde doch während der Cast-Zeit seiner Ulti versetzt. Also das wäre dann ein Bug. Oder ist mit der Cast-Time nur am Anfang diese halbe Sekunde, wo er den You will not yield und ihn in die Wand drückt? So. So, hat doch gerade Coaching mit Pooh gesehen. Sehr cool. Warum soll sie aber Vex spielen, so stark momentan? Nö, ist einfach nur, was ist immer schön, wenn du ein OTP leiden sehen kannst. Mein Vex ist ein guter Champion, keine Frage. Die ist gut spielbar, gerade im mittleren Segment der Elo. Ist ein grundsolider Champion, ist aber nicht besser als Lux. Ist einfach nur schön, jemanden leiden zu sehen, wenn er einen neuen Champion spielen muss. Ich fand's lustig. So. Mit wem wird No Way Among Us spielen? Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Ich weiß, dass es gibt, jeden Donnerstag gibt es wohl eine Gruppe. Das sind Leute, die komplett anders sind als ich. Aber ich dachte mir, ich mache da jetzt mal 2 Stündchen mit und schaue mir das mal an, was die so machen. Ich dachte mir, ich schaue mir das jetzt mal so an, was die machen. Und dann gucken wir mal, würde ich sagen. Also ich weiß, dass Elias N mit dabei ist. Das ist so ein FIFA-Streamer ist das. Und das ist eine Gruppe mit dem und anderen aus dem Feld. Danke an Lederteppich. Vielen lieben Dank. Willkommen. Das sind ja wirklich komplett andere Leute. Ja, mit denen habe ich noch nie was gemacht davor. Aber die haben mir das Angebot gemacht und ich dachte, ich gucke mir das einfach mal an. Vielleicht funktioniert's. Vielleicht nicht. Ne? Einfach mal anschauen. Danke an Sihum, Forever Hans, der Pappung ist mit dabei. Einen wundervollen wünsche ich. Ich warne dich schon mal, es wird sehr laut werden. Da werden wir die sehr leise drehen hier, während wir unserem Sherlock-Ding nachgehen. Wir werden den Sherlock auspacken, kann ich euch sagen. Ich bin confident. Ich bin sehr confident in den Sherlock. Schöne Runde Jaune hier. Mit Dalukat spiele ich am Montag, spiele ich mit Dalukat, ja. Mit Dalukat spiele ich am Montag.
Ich dachte mir jetzt, bevor wir, also wir haben jetzt erstmal Grandmaster erreicht wieder, super cool, ne? Und ich dachte mir jetzt, dass wir halt die Chance nutzen, vor Korea noch ein bisschen Variety zu machen, ein bisschen Wind Challenges und Co., ne? Ein bisschen andere Bubbles kennenlernen und dann ab nächste Woche Mittwoch gibt es dann nur noch League und uns und niemand anderen. Da gibt es nur noch League und dich und mich, Twitchit. Und alles andere ist Vergangenheit. Welcher Augenblick war der schlimmste in deinem Leben? Das weiß ich noch ganz genau. Das war ein richtig kühler Herbsttag, war das. Ich war auf dem Weg zur Schule, weißt du? Und ich hatte noch nichts gegessen. Aber meine Mutter hat mir ein Sandwich mitgenommen. Ich war so hungrig, ne? Ich bin dann angekommen am Fahrradständer, ne? Also wo man sein Fahrrad abstellt. Und ich wollte noch kurz, bevor ich in die Klasse gehe, mein Brötchen essen. Dann bin ich gestolpert. Und dieses Brötchen ist gefallen. Und es hat sich gedreht. Und die Marmelade, sie war überall. Und dann lag ich da am Boden, umringt von meinem Brötchen. Wann gibt es wieder einen NNO-Tag? Diesen Sonntag habe ich NNO-Tag organisiert. Keine Bubble, die man kennenlernen will, to be honest. Das weiß ich ja jetzt noch gar nicht. Super, die Sexist. Was ist denn da vorgefallen? Also da habe ich noch gar nichts in die Richtung mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo ich das jetzt von einigen hier gelesen habe. Ich meine, die sind wesentlich jünger. Es kann sein, dass ich überhaupt nicht reinpasse, wisst ihr? Aber warum nicht mal austesten? Es sind 2 Stunden Among Us. Among Us ist 50% der Zeit, sitzen wir zusammen und labern, während wir irgendwelche Elektrodrähte zusammen schustern, wisst ihr? Das wird ganz entspannt. So. Das wird ganz entspannt und dann gucken wir, ob das passen kann und wenn nicht, ist auch kein... Ich probiere halt einfach so ein bisschen aus, wisst ihr? Zum Beispiel mit Dalukat, finde ich, ist die Synergy super. Und mit dem machen wir jetzt wieder was. Ja, hier nach oben. Da, da, da. 21 Uhr geht's ins All, oder? Genau, ja. Top gibt's, sag mal. Okay. Das ist das beste Gefühl, wenn du so diesen letzten kleinen Plönk auf den Gegner machst. Das schmeckt direkt mit den Boots, ja. Danke an den Burminator und Bully. Viele liebe Dank. So. Ich muss sagen, ich hoffe, es wird dir gefallen. Ich guck's mir einfach mal an, wisst ihr? Das ist halt einfach mal eine Gelegenheit, so diese Gruppe kennenzulernen. Ich habe von denen ein bisschen was gesehen. Und ich habe halt das Gefühl, dass ich zu alt bin für den Scheiß, ne? Bin ich ehrlich. Ich habe das Gefühl, ich bin zu alt. Aber ich bin halt ein sehr, sehr ruhiger Mensch. Und das geht teilweise schon sehr zur Sache bei denen. Aber das ist okay, wisst ihr? Das ist völlig okay. Ich finde, angucken kostet nichts. Ich bin zu spät, leider. Das wäre üde gewesen. And ignite. Ba, 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 ba. Okay. Nehmen wir uns mal das hier. Nice. Das ist auch, wisst ihr, wenn ich Variety-Content mache, ich weiß ja, dass das nicht für alle was ist, ne? Aber ich teste mich da gerade halt so ein bisschen aus. Und ich habe halt für mich gefunden, dass wenn ich sowas mache, dass es halt sehr, 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 sehr cool ist, das mit anderen Creatoren zu machen. Für mich.
Das heißt, wenn sich so Möglichkeiten bieten aus den verschiedensten Bubbles, dann teste ich das einfach alles an. Leifener und Beschlo, viele lieben Dank euch. Schön, dass ihr da seid, Leute. Nö, nö, nö. Ist doch okay, sind deine wilden, ja, das sind die wilden Content-Jahre gerade. Die ganz wilden Content-Jahre. Und danach setzen wir uns zusammen und wenn uns das gefällt, dann machen wir wieder was mit denen und wenn es uns nicht gefällt, dann nicht. Beziehungsweise, das kommt natürlich darauf an, ob es denen auch gefällt, ne, aber. Naja. Okay. Lass uns mal schauen, was wir hier machen können. Ich muss noch, wie ging denn dieses Discord-Overlay-Tool? Wisst ihr das? Wie das ging? Damit ihr sehen könnt, wer redet, weil ich werde ja die Stimmen auch nicht zuordnen können. Dankeschön! Much appreciated. Sehr, sehr saubere Lane bis jetzt, ne? Oh Gott. Ich stehe, wenn ich das dritte Q getroffen hätte, wäre er tot gewesen, ne? Damn, der wäre echt tot gewesen da. Rush. Lose yourself and ice. Ich kann sogar einen Freeze machen hier, hä? Okay, sehr gut. Actually sollte ich wahrscheinlich jetzt pushen sogar. Nach dem kleinen Interrupt. Rise. Rise. Nice. Gnaz und Petromato. Vielen lieben Dank. Einstellung, Discord, Game Overlay, Name. Ist das so einfach? Oh, das ist ja dann ganz entspannt sogar, ne? Das ist ja dann ganz entspannt. Kraken fängt man, glaube ich. Ich hätte echt schon diesen Recurve Boy hätte ich bauen können, ne? Oh, schade. Ein sehr unglücklicher Kill. Das geht? What? Was passiert denn? Der Mauke hat den Olaf über die Wand geschoben. Mit seinem Kuh. Der hat ihn einfach über die Wand geschoben. Der hat ihn so positioniert, dass er ihn schieben kann. Das war, glaube ich, geplant, so wie das aussah, ne? Ob die da wohl noch drin ist? Oh, ein Hit mehr. Ne! Fuck!
Ich sage euch, Zuckel hätte einen Double Kill gemacht. Zuckel hätte 100% einen Double Kill gemacht. Also 100%. Oh, das war so knapp. Ein Hit mehr auf die Rexer hätte ich gebraucht. So. Hier rüber. Eine Platte hier nehmen. Bisschen risky vielleicht sogar gerade jetzt. Und der kann uns jetzt schon überrennen, ne? Wie ist denn das Matchup allgemein? Das ist gut für Jon, oder? Weil wir immer disengagen können. Das sollte an sich gut für Jon sein, vom Gefühl her. Alter, Don gegen Don? Stimmt, ja. Zwei Dons gegeneinander wieder. Er outdamaged uns gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und er hat natürlich den Ravenous Hydra Sustain. Ich hätte es predicten müssen und flashen, ne? Nein! Gewinnt LOL became a joke? Nice, er kommt sogar. Er kommt raus, das ist das Wichtige da. Aber ich hätte predicten können, dass sie flasht, wenn sie so antunnelt, ne? Ja. I could have known. Der muss wirklich aufpassen, ne? Weil die hat noch Ult, oder nicht? Das ist nämlich, was ich mir dachte, dass sie dann einfach ulten kann. Damage ist schon sehr, sehr gut, Flash und CD. Nein, ich hätte nicht flashen müssen, sondern ich hätte mein E zurückziehen müssen, Leute. Sorry, vielleicht habe ich das falsch gesagt. Entschuldigt bitte. Danke an Tesamo und Salazar. Vielen lieben Dank. Willkommen. Einfach ulten? Ich glaube, ulten ist es nicht, da. Herrlich ist heute jetzt, gell? Ja, die ist hinter uns, potenziell. Das ist also schon nicht einfach, ja, gerade. Was ist das hier? Warum ist die Lux auf der Toplane? Wait a minute, what? Da war gerade eine Lux, ne? Oder hab die nur ich gesehen? Vielleicht eine Fata Morgana, die Lux, ne? Man, das ist schon sehr clean, oder, das Game bis jetzt? Also jetzt mal unter, das ist schon sehr nasty hier.
Okay, der Jo, heute sind wir mal warm, du. Doch schon sehr nasty, muss ich sagen. Also, was braucht man jetzt als nächstes? Hullbreaker, ne? Das wird spannend oben jetzt. Wir können einen richtig smoothen Cassio Ult Dodge sehen hier. Come on, man. Genug Schaden für sie, Leute. Der letzte Krakenbrock! Let's fucking go, Leute! Let's fucking go! Der letzte Krakenbrock hat sie geholt. Sehr clean, for real. Ich fand's clean bis jetzt, ja. Ist nicht gut. Ich war eigentlich sehr zufrieden. Nein? Okay. Okay. Das wäre sexy gewesen, ha? Was ist denn hier? Das ist doch kein Wort. Es ist schade, dass ich das dritte Kuda verfehlt habe. Das war ein Feben. Ein Frikil war das. Frikil. Ist das schon ein Turret? Ja, okay, die Botlane von denen hat den Turret. Warum hat die mich gerade gepinkt? Wegen was? Jetzt ist es riskant. Don't be here, don't be here, don't be here, don't be here. Aber Flash Rek'Sai tatsächlich. Der war bad von mir, allerdings. Der war wirklich bad. Da habe ich wirklich sehr überschätzt, wie viel Schaden ich mache. Oh? Hope Gap? Hope Gap down. Unten kriegen wir auch den Turret, weil dann können theoretisch hoch porten sogar. Ja, actually, wir haben keinen Port. Aber sonst, wenn wir TP abhätten, könnten wir tatsächlich hoch porten da. Das wäre krass. Wir haben relativ bald auch Hullbreaker, wir bekommen den in der Mitte, okay. Dann geht der Korea-Trip los, nächste Woche Dienstag geht's los, nächste Woche Dienstag. Du bist heute ja bei Among Us dabei, oder? Ich mache heute Among Us mit einer Bubble, mit der ich noch nie was zu tun hatte. Ich guck mir das einfach mal an. Wie gesagt, das wird nicht für jeden was sein. Ne, das ist eine Bubble, die also sehr viel jünger ist, die sehr, sehr viel polarisierender ist als ich. Aber ich habe da die Chance gekriegt, mal mit dabei zu sein und ich will mir das einfach mal angucken. So. Wer ist denn alles dabei? Na, das ist die Bubble um Elias herum, ist das. Ja, um welche Uhrzeit? 21 Uhr. Oh, schön. Blast. Kommt sie raus? Nope. Spellbinder! Was? Kennt man den? Das ist der größte Streamer Deutschlands, ist das aktuell. Der ist Elias N, heißt der. Der kommt primär aus dem FIFA-Hintergrund, kommt der. Und macht mittlerweile halt Variety und halt alle möglichen wilden Projekte macht er. Cool, kann anstrengend werden, aber freut mich, dass du ein bisschen Fame abbekommst. Du, weißt du, die Sache ist halt, ich habe ja eine sehr, sehr krasse eine sehr, sehr klare Zielgruppe mit meinem Content. Und das ist jetzt nicht wirklich, also ein Bereich, wo viel meiner Zielgruppe wahrscheinlich unterwegs ist. Aber das ist okay, ne? Wie kam es dazu? Ich habe auf der TwitchCon, habe ich mich kurz mit jemandem unterhalten, der heißt Chef Strobel.
Und der ist auch in der Gruppe mit dabei. Der ist ja auch immer mal im Stream gewesen und guckt gerne mal zu. Und dann hat er gesagt, ey, hast du mal Lust, da Among Us mitzuspielen? Habe ich ja gesagt. Ja. Ja, der ist unten. Wir haben gleich, wir haben unseren Hullbreaker schon. Ich kenne ja die Kosten überhaupt nicht. Vielleicht bitte für den Varus schnell noch gehen? Kilo. Einmal kurz resetten hier. Jetzt sollten wir noch eine pushen, ne? Er sollte nicht gehen. Der Drake wäre huge für uns, wenn wir den kriegen können. Ich kann da nirgends hinfahren. Ich würde sagen, als nächstes gehen wir Infinity Edge, ne? So. Mal hier rüber. Ich gucke zu, mach nur den Chat davor aus. Ich wusste ehrlicherweise nicht, dass da, also dass das so ein polarisierender Charakter ist. Das wusste ich tatsächlich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich im Vorfeld nicht gewusst. Ich habe bis jetzt wenig Schlechtes gehört über die Bubble. Also außer, dass sie halt ein bisschen jünger und ein bisschen lauter sind, ist, ja, aber sonst. Ob ich ein bisschen scheiße bin, habe ich gefragt. Was war das denn? Holy shit, war das bad für mich. Mir gerade alles gebrochen. Also wirklich alles. Wow. Ja, ja, hier weiter. Die Ultra spekulativ. Ja, ich wollte. Also, ich dachte, ich bin schon am Zurück-Ehen und wollte direkt nach dem E ulten, weißt du? Das war einfach nur. Also, das war nicht, was ich. Also, war wirklich nicht, was ich wollte. Offensichtlich, ne? Wir sehr aggressiv spielen und die für uns gehen. Also vielleicht, wenn ich ihn am Anfang schon durchgezogen hätte, vielleicht hätte ich ihn dann geschafft. Warum wollt ihr jetzt forfaiten? Was? Wer von denen kommt jetzt runter? Wahrscheinlich der Olaf, ne? Der war gerade Mitte alles. Die sind alle auf dem Weg Richtung Nash, sind die, okay. Die können den tatsächlich schon machen, den Nash, ne? Was ist das hier? Nice. Wir können nach dem Tier 2 können wir porten, ne? Ich komme, jetzt wird's wichtig, Leute. Olaf, na? You meet, Mr. Olaf?
Ja, immer mit seinem Rüberschieben, ne? Das ist ein AP raus? Oh, die Shit hat gerade gescheppert, ey. Wir haben den Nash bekommen und wir haben eine Menge Flashes gekriegt und den Bot jetzt zwar. Ich glaube, das ist schon relativ gut, oder? Danke an Stuxe den Support und der Krankolom ist mit dabei. Willkommen. Der geht unten rein. Ich habe leider kein TP, um irgendwie hinter denen zu porten. Hast du den neuen Champ schon angetestet? Nefiri? Ja, habe ich schon. Einmal auf dem PBE und einmal im 2v2-Modus. Also ist ein interessanter Champion, ist lustig zu spielen, aber ist sehr schwer einzuschätzen, wie stark die ist, weil mit 200 Ping war wenig zu sehen, fand ich. Der Damage wirkte im Late Game sehr hoch. Aber das war halt im 2v2v2 und ich weiß halt nicht, wie aussagekräftig das ist, ehrlicherweise. Weil da hast du ja auch noch die Arguments, die hast du ja im normalen Game nicht. So, Blutsch und Suljin. Vielen lieben Dank dir auch. Machen wir das hier. Ja, wir sollten jetzt hier einen Überzahlfall sogar haben, oder? Von der Seite? Dann kann ich von den Boss schauen. Die hat mich gerettet, warum pickt er die denn so sauer? Ich wäre doch tot gewesen sonst. Hey! War voll nett von ihr. Kaiser, hör auf, den zu pingen. Game? Hey, ne? Nicht genug Wave. Actually, maybe. Oh mein Gott, are we doing it? Haben wir den Losing Streak auf dem Account endlich gebrochen? Die arme Rexa hat jetzt so in Szenen gespielt. Die arme, arme Rexa. Das ist ja furchtbar. Ist Kaiser gerade der beste AD Carry? Ja, Kaiser ist der stärkste AD Carry zurzeit. Glaubst du, AP Kaiser muss genervt werden? Ich glaube, Kaiser an sich muss genervt werden, ja. Okay. So, jetzt ist es so, es ist jetzt 20.35 Uhr, ne? Mache ich jetzt noch ein Game? Also, ich bin mir 99% sicher, dass das jetzt nicht die erste Bubble sein wird, die pünktlich Sachen startet.